Hallo, liebe Storyteller around the world. Heute bin ich 3 Minuten zu spät. Herzlich willkommen zu meiner Storytelling Akademie. Hier gibt es jede Woche Tipps und Übungen und Meditationen aus der Welt des Storytelling. Und zwar immer zu irgendwelchen Themen, wie du deine Geschichten besser machen kannst. Hallo Claudia, grüß dich. Und wie du deine Geschichten besser machen kannst und worauf du achten kannst, wenn du Geschichten kreierst. Und heute ist das Thema, wie du die Stimmen in deinem Kopf, ich habe hier mein kleines Zettelchen, wie du die Stimmen in deinem Kopf benutzen kannst, um lebendige und lustige Geschichten zu kreieren. Aber Claudia, ich warte jetzt noch mal kurz. Ich hoffe mal, dass heute noch ein paar Leute dazukommen. Sonst sind wir nur zu zweit. Das wäre ein bisschen schade, weil das heute so ein super Thema ist und so ein spaßiges Thema. Wie geht's dir? Schreib mal, wie es dir geht. Ah, die Katinka aus Frankfurt ist auch dabei. Genau, heute gibt es ja ein eher lustiges Thema, und zwar how to use the voices in your head for vivid and funny stories. Und okay, und das, genau, das ist so eine ganz, sind so Übungen, die ich total gerne mag, weil die auch vieles wirklich lustig machen können, ja. Guckt mal, das hier ist übrigens, so bereite ich immer jeden Beitrag auf IGTV vor mit meinen Clusterings. Also zu jedem gibt es ein kleines Clustering und dann geht es auch schon los, genau. Okay, also, ups, so. Ich glaube, ich fange jetzt heute mal zügig an. Ich wollte das nämlich heute auch mal mich an die Vorgabe, an die Zeitvorgabe halten, nämlich 20 Minuten. So, die letzten paar Male ist das dann doch immer länger geworden. Und zwar, ihr habt gut ein bisschen Lockdown erschöpft. Ja, das kann ich nur sagen. Ja, das ist bei mir auch so, weil ich habe jetzt auch schon wieder ganz viele Pläne geändert, was ich alles vorhatte in den nächsten Wochen und so. Und naja, aber heute hatte ich dann zwischenzeitlich so irgendwie so ein komisches Gefühl in der Lunge. Bisher habe ich immer gedacht, nee, das wird schon nicht passieren und so. Heute hatte ich dann kurz so ein komisches Gefühl in der Lunge und dann dachte ich direkt, oh Gott, wenn ich es jetzt doch habe und oh Gott, wie schrecklich. Und naja, es lohnt sich einfach wirklich total aufzupassen. Und da können wir nur hoffen, dass die Regierung das auf die Reihe kriegt, dass das mit dem Impfen einfach schneller geht. Okay, also dann fange ich jetzt mal an. Und zwar, es geht um die Stimmen in unserem Kopf. Und die kennt ihr ja bestimmt alle. Die Stimmen sind ja meistens unsere inneren Kritiker, die dann in unserem Kopf kreuz und quer laufen und verschiedene Meinungen haben. Und diese Stimmen sind ja auch nichts anderes als das, was uns in unserer Kindheit schon immer gesagt wurde, wie wir angemeckert oder ausgeschimpft wurden oder Sätze wie, das kannst du sowieso nicht, oder Klassenkameraden, die gesagt haben, also deine Brüste sind zu groß oder deine Nase ist zu dick. Also all diese Dinge, diese Stimmen, die wir im Laufe eines Lebens in unserem Kopf haben. Und das sind ja nicht nur schöne Stimmen, sondern oft auch auch Stimmen, die uns nicht gut tun und die uns verletzt haben und die wir dann trotzdem mit uns rumtragen. Und genau, und die verselbstständigen sich dann manchmal, obwohl wir es gar nicht, also ohne dass wir es merken, fangen die an, mit uns zu reden oder Dispute zu führen. Ja, also ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich liebe Ohrringe. Ah, die Katinka hat was geschrieben zum Thema Lockdown. Okay, wer Lockdown erschöpft ist, darf gerne ins Impfzentrum in der Festhalle kommen, sich ein bisschen Liebe abholen. Das DRK sucht nach ehrenamtlichen Helfern. Oh, okay. Aha, wie interessant. Du, Katinka, würde ich total gerne machen, wenn ich Zeit hätte. Ich glaube, ich muss meine Liebe anders verstreuen. Aber interessanter Vorschlag. Genau, also, wo war ich? Es geht bei den Stimmen in unserem Kopf, genau. Und und ich habe zum Beispiel eine kleine Story, die ich mitgebracht habe, ist, was so in meinem Kopf abläuft, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und an Schmuckgeschäften vorbeikomme. Weil ich habe eine Schwäche für Ohrringe, ich habe auch ziemlich viele, und außerdem kann ich nicht besonders gut mit Geld umgehen. Und
dann immer, wenn ich zum Beispiel an einem bestimmten Schmuckgeschäft vorbeikomme, dann sagt eine Stimme zu mir, komm, lass noch mal gucken, ob die einen Ohrringe da noch da sind. Und die andere sagt, du hast doch gar kein Geld. Und die eine sagt, ja, aber weißt du noch, die Rosé-Ohrringe, die passen so gut zu meinem Kleid. Und die andere sagt, ja, aber da passen auch andere Ohrringe zu. Und dann sagt die eine Stimme, nein, aber nicht so gut wie die, die ich da gesehen habe. Und dann sagt die vorwurfsvolle Stimme sagt, aber du ziehst uns noch alle in den Abgrund mit deinem Umgang mit Geld. Wie soll das nur enden? Und das ist dann nämlich die Stimme von meiner Mutter, die mal gesagt hat, du ziehst uns noch alle in den Abgrund, Katrin. Genau. Und das ist so ein Beispiel dafür, was, also das ist natürlich jetzt ein bisschen comichaft, ne? Aber ich denke, schreibt mir mal, ob ihr das kennt. Das sind so Diskussionen, die in unserem Kopf ablaufen. Also ich möchte gerne das eine und das andere aber auch. Wie so ein Engelchen und ein Teufelchen, wenn man das, ja, die Stimmen kenne ich. Das ist wie ein Engelchen und ein Teufelchen, was auf der Schulter sitzt. So eine Übung kann man auch machen. Ich mache gleich eine kleine Übung. Heute geht es aber kurz und knackig. Genau, du kannst auch eine Engelchen-Teufelchen-Übung machen. Ne? Was sagt dein Teufelchen, was sagt dein Engelchen? Wie streiten die sich miteinander? Ein Streit ist ja immer gut für Geschichten. Aber es sind nicht nur Engelchen und Teufelchen, es sind ja teilweise viele Stimmen. Ne? Die melancholische Stimme, die sagt, das wird eh nichts und so weiter und so fort. Also die sind alle in unserem Kopf. Und es ist natürlich eine Lebensaufgabe, die auch so ein Stück weit zu finden und zu entmachten, damit die einfach nicht so viel Einfluss über unser Leben haben. Aber im Storytelling, weil wir sind ja nicht hier im Life-Coach, wir sind im Storytelling und da kann man sowas eben auch nutzen für sich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Weil der andere Vorteil, wenn man die Stimmen im Kopf zu Wort kommen lässt, ich muss jetzt langsamer werden. Ah, Claudia kennt das mit Schuhen und Taschen. Okay, super. Ich muss jetzt ein bisschen langsamer werden, damit ich da nicht drüber weg spreche, weil das ist mir total wichtig. Der andere Vorteil ist, wenn wir Geschichten erzählen, da gibt es zum Beispiel besonders emotionale Momente. Ne? Also besonders zum Beispiel einen ängstlichen Moment. Dann können uns diese Stimmen viel besser helfen, diese Angst zum Publikum zu transportieren, als wenn wir zum Beispiel sagen, ich war total ängstlich, ich hatte Angst, meine Knie waren weich. Das sind immer so leere Worthülsen. Man weiß schon, was es bedeuten soll, aber man fühlt es nicht als Zuhörer in dem Augenblick. Aber das, was ich gleich mache, ich hoffe, es gelingt mir, das fühlt man dann auch als Zuhörer. Und das ist dann wirklich richtig toll. Und zwar habe ich eine Geschichte, ich gucke hier immer rechts hin, weil ich hier, wie gesagt, mein kleines Clustering habe. Also ich habe ich hatte jetzt ein aktuelles Beispiel, wo es auch wirklich um eine Entscheidung ging und wo es um Angst ging und wo die Stimmen in meinem Kopf wirklich durchgedreht sind. Und zwar ist die Geschichte folgendermaßen, ich gebe euch jetzt zwei Varianten davon. Letzte Woche bin ich auf Instagram, glaube ich, aufmerksam geworden auf ein Business-Workshop, der mich sehr angesprochen hat, weil es um Business und Spiritualität ging und der aber sehr teuer war. Und ich habe dann dieses Webinar mitgemacht und habe dann hin und her überlegt und das hat mich sehr angesprochen, aber ich fand es viel Geld und ich habe wirklich jeden Tag mit mir gerungen, mal so gedacht, mal so gedacht, mal so gedacht und habe dann aber entschieden, tatsächlich, dass ich das machen werde, weil mir das, glaube ich, für mein Business sehr gut tun wird. Und habe gestern Abend buchen wollen und dann ging nichts mehr mit meinem PayPal. Und man musste bis Mitternacht buchen und es ging nichts mehr mit meinem PayPal. Und das hatte einen Grund, weil ich nämlich mein Konto gewechselt habe und auch meine Namensänderung, also das war einfach blockiert, da ging nichts mehr. So. Und also das ist jetzt die erste Variante. Ne? Ich habe jetzt schnell zusammengefasst, habe in der Vergangenheit erzählt und habe einfach erzählt, was Sache ist. Und was man natürlich auch machen kann, um diese Geschichte zu erzählen, ist zu sagen, ich liege im Bett, vorgestern Nacht, ich liege im Bett und kann nicht schlafen. Und die ganze Zeit geht in meinem Kopf rum die eine Stimme, die sagt, boah, das bringt dich auf einen ganz anderen Level mit deinem Business. Das,
das öffnet dir neue Welten und neue Kundschaften und du kannst dann spiritueller verkaufen und das sind einfach alles Sachen, die du möchtest und die du schon so lange gesucht hast. Und die andere schon sagt, ja, aber ey, das ist so viel Geld, davon könnt ihr in Urlaub fahren, 3 Wochen nach Italien oder so, das kannst du deiner Familie nicht antun. Und der eine sagt, ja, aber ich glaube, es würde mir so in so vielen Dingen helfen. Und dann sagt eine dritte Stimme, und was ist mit deinem Buch? Das muss ja nun auch noch fertig werden, das ist ja auch noch immer nicht. Und dann bürdest du dir was Neues auf und dann hast du das Buch immer noch nicht fertig geschrieben, dann wartet das dann wieder, nur weil du die fixe Idee hast, du willst jetzt hier die große Geschäftsfrau werden, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Und die dritte sagt dann wieder, ja, nee, und denk dran, du weißt nicht, was kommt dieses Jahr. Am Ende ist das Geld weg und es kommen nicht genug Jobs rein. Und was ist dann los? Und dann sagt die eine Stimme aber, ja, ich weiß auch nicht, ja, vielleicht habt ihr recht, aber es fühlt sich so richtig an. Ich habe da Lust drauf. Ich will das unbedingt machen. Und ich muss noch so viel lernen. Ich kann so vieles noch nicht. Und dann habe ich in der Nacht kein Auge zugetan und habe tatsächlich, dann hatte ich mir das ausgeredet in dieser Nacht. Dann hat sie gesagt, das machst du auf keinen Fall. Dann habe ich mit denen kommuniziert. Dann hatte ich abends wieder eine andere Meinung. Und dann kam dieser Super-GAU gestern Abend, wo ich dann endlich bezahlen wollte und PayPal gestreikt hat. Da ging gar nichts mehr. Und ja, das war dann also ziemlich wild. Aber ihr habt gerade gehört, also ich habe diesen Moment der Entscheidung habe ich gedehnt und habe den versucht, emotional greifbarer für euch zu machen, indem ich diese Stimmen, und die ja für auch Gefühle stehen, zu Wort habe kommen lassen. Habe ich jetzt vielleicht noch nicht perfekt gemacht, habe ich auch nicht geübt, die Story, muss ich zugeben, aber das kann man, das muss man auch üben, das ist wichtig, dass man das übt. Aber das sollte euch verdeutlichen, was kann man mit solchen Momenten machen? Was kann man erzählen anstelle von, ich war total durcheinander und konnte nicht schlafen, weil ich so eine Angst hatte? Wie kann man das emotionaler erzählen? Indem man die verschiedenen Stimmen in meinem Kopf, die da zu Wort kommen, indem man die äußert, oh, da ist die Shoshana und ich sehe gerade, dass ich das vergessen habe, heute zuzuschalten. Na, ich gucke es mir auf jeden Fall noch an. Das habe ich total vergessen, Shoshana. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Stimmen, die können euch total helfen. Auch für schöne Momente, auch für Momente, wo es um Entscheidungen geht oder um Spannung geht. Der eine sagt, soll ich wirklich vom 5-Meter-Turm springen? Der andere sagt, bist du verrückt? Weißt du nicht, was dem einen passiert ist? Und der dritte sagt, und außerdem habe ich totale Höhenangst. Und so weiter. Damit kann man einen Moment dehnen und bei besonders emotionalen Momenten ist das eine tolle Sache, einen Moment zu dehnen. Das ist wie beim Film. Im Film werden die allerwichtigsten Momente auch gedehnt. Da lässt man sich viel Zeit, die vernünftig zu erzählen, damit das Publikum das versteht. Dann gibt es andere, die erzählt man schnell, weil die nicht so wichtig sind. Okay, und diese Stimmen könnt ihr also nicht nur, wenn ihr diesen Stimmen Gehör verschafft, dann hat das nicht nur was damit zu tun, dass es lustiger sein kann, sondern auch zur Spannung beiträgt und zur Emotionalität. Ne? Und dafür ist es aber natürlich wichtig, dass ihr dann bei bestimmten Momenten, die ihr erzählen wollt oder bestimmten Ereignissen, die ihr erzählen wollt, überhaupt erstmal so in euch geht und euch fragt, worum ging es da und was war eigentlich für mich das Emotionalste, das Beängstigendste oder das, was mich beschämt hat oder verunsichert hat. Und dann, wenn ihr das habt, dann geht ihr einfach da rein, aber das erkläre ich gleich, genau. So, und das ist eine sehr kreative Art und Weise, mit den Stimmen in unserem Kopf umzugehen. Und das Tolle daran ist, wenn man das auch so schreibt, dass man die ein Stück weit auch entmachtet, dass die nicht mehr so viel Gewalt über einen haben. Okay, ich würde jetzt gerne mit euch, ich mache jetzt eine ganz kleine Meditation. Und dann machen wir dazu eine Übung und da bin ich mal gespannt, ob ihr das schon so schnell umsetzen könnt mit den Stimmen im Kopf. Ja? Gut, also lasst uns die Augen schließen und einmal tief Luft holen und ausatmen. Noch einmal tief Luft holen und Luft anhalten. Und langsam ausatmen.
Okay. Ihr seid jetzt an einem Ort, an dem ihr euch sehr sicher fühlt, an einem Ort, wo ihr einfach gerne seid, vielleicht bei euch zu Hause oder im Apfelbaum oder wo auch immer ihr einfach euch wahnsinnig gut und sicher fühlt. Und ihr sitzt vielleicht da oder ihr steht und spürt die Luft um euch herum und die Beschaffenheit des Bodens unter den Füßen. Und dann fällt euch ein Erlebnis ein, vielleicht eins aus der nahen Zukunft, vielleicht aber auch eins, was schon weiter her ist, wo ihr eine Entscheidung treffen musstet. Vielleicht ging es bei dieser Entscheidung nur um was Kleines, vielleicht aber auch um was Großes. Und vielleicht kennst du das auch, dass das dich total wahnsinnig macht, diese Furcht davor, eine Entscheidung zu treffen, die Furcht davor, es falsch zu machen oder Schaden anzurichten. Dieser Moment, wo man praktisch in der rechten Hand und der linken Hand die beiden Möglichkeiten hat und abwägen muss, was ist besser für mich, was ist vernünftiger, was bringt mir mehr. Und wenn du diesen Moment jetzt gefunden hast, und es kann ja sein von etwas Einfachem wie, kaufe ich mir jetzt eine Hose oder ein Kleid oder was auch immer, oder treffe ich jetzt eine Freundin oder lasse ich das bleiben wegen Corona. Aber vielleicht ist es auch eine Entscheidung, die tiefer geht, wie zum Beispiel, als ich mich entscheiden musste, welches Studium ich anfangen möchte. Oder als ich mich zwischen zwei Jobs entscheiden musste. Vielleicht gehst du damit super um, vielleicht ist es aber auch für dich genauso schwierig wie für mich in solchen Zeiten. Und jetzt geh noch mal in diesen Moment rein. Stell dir vor, wie fühlt sich das an? Wie ist das für dich? Und was sind da die Stimmen in deinem Kopf? Was gibt es da, ein Engelchen und ein Teufelchen oder eine beste Freundin und eine Feindin? Einfach nur die Stimmen, die in deinem Kopf Karussell gefahren sind und du musstest dich zwischen diesen Stimmen entscheiden. Und dann bitte ich euch jetzt, die Augen zu öffnen und euren Stift zur Hand zu nehmen und euer Blatt Papier und genau das aufzuschreiben, was diese Stimmen vorhin zu euch gesagt haben. Ihr könnt auch gerne die Situation kurz umreißen, aber wenn ihr die Stimmen im Kopf habt oder im Ohr habt, dann erzählt die unbedingt. Dann lasst sie miteinander streiten oder argumentieren oder was sie auch immer sagen. Ja? Ich gebe jetzt mal 2 Minuten dazu und mache dazu wieder meine liebste Schreibmusik. Und los.
Okay. So, ich glaube. Ah, da sind zwei Damen vom Kangen Water. Ihr seid leider ein bisschen spät, weil ich habe. Okay, ich glaube, die 2 Minuten sind jetzt um. Ich habe gerade eine kleine Meditation und eine Schreibübung gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt. An diejenigen, die das mitgemacht haben, schreibt mir doch mal bitte, was für Stimmen ihr im Kopf gehört habt und also gerne auch, was das für eine Situation war oder was es war, war es ein Streit oder wie auch immer. Da bin ich mal gespannt. Und ich habe, also für alle, die neu hinzugekommen sind, ich mache ja immer eine Storytelling-Akademie. Mittwochs abends um 9 und da verrate ich immer so kleine Übungen und Tipps und Tricks aus dem Storytelling, wie man zum Beispiel Witz in eine Geschichte reinbringen kann oder wie man ja zum Beispiel einen guten ersten Satz findet oder wie man Spannung einbaut. Also immer so kleine Aspekte. Und heute war das Thema, wie du die Stimmen in deinem Kopf benutzen kannst für lebendige und lustige Geschichten. Jetzt hoffe ich, dass ein paar mitgemacht haben und mal schreiben, wie das für sie war. Und selbst wenn euch zum Beispiel nichts eingefallen ist oder wenn ja oder wenn ihr vielleicht noch eine, also wenn ihr einfach gebt ruhig Feedback, ne? Weil ich probiere ja hier immer meine Übungen zuallererst aus und deshalb bin ich total, ist das wichtig, dass ich da Feedback bekomme. Und genau. Und falls die Ira noch da ist, ich habe nämlich gesehen, dass die Ira Laudin sich zugeschaltet hat. Die hat nämlich auf Instagram 2 Buchtipps gegeben. Und jetzt muss ich dir was zeigen, Ira. Beide Bücher habe ich mir gekauft. Das eine ist allerdings ziemlich dick. Da bin ich mal gespannt. Da, vor dicken Büchern habe ich immer Angst. So. Also, jetzt bin ich mal gespannt, ob bei euch noch, ob einer von euch vielleicht noch schreiben mag, wie es gewesen ist für euch, wie die Übung gewesen ist. Das würde mich echt interessieren, weil ich sonst nämlich hier so ein bisschen am langen Arm verhungere. Und genau, also für die, die jetzt gerade gekommen sind, schaut euch das gerne an. Nochmal, da geht es um, wie du die Stimmen in deinem Kopf nutzen kannst für lustige und lebendige Geschichten. Ah, okay. Klar, es ging um einen Jobwechsel, noch eine Ausbildung oder nicht. Die bequeme Stimme sagte, nö, bleib, wo du bist. Die vernünftige sagt, natürlich geht das mit der Ausbildung und so weiter. Ah, okay. Und haben die sich dann auch gestritten oder haben die dann auch einen Disput geführt? Und welche Stimme hat gewonnen? Das würde mich auch mal interessieren. Hat die bequeme oder die eher abenteuerlustige gewonnen? Bei mir ist das immer ganz unterschiedlich. Also ich glaube, bei den meisten Menschen im Leben gewinnt ja schon recht oft die bequeme Stimme, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber manchmal gibt es auch so Phasen im Leben, da geht das nicht. Da muss man was ändern, weil das einfach. Ah, ich war heute leider sehr unkonzentriert und meine Teufelchen haben nur Unsinn geredet. Oh, wie super! Das ist doch das Allerbeste, Katinka. Da würde ich dir ja jetzt gerne über die Schulter gucken, weil Unsinn ist immer gut. Ausnahmsweise die Abenteuerlustige hatte gewonnen. Das ist ja toll. Also, das heißt, du hast dann den Jobwechsel gemacht. Okay. Und war das dann auch gut? Hat das dann auch gut getan? Das ist ja echt so eine Sache mit Jobwechsel, ne? Da habe ich ja auch gerade hinter mir. Und das löst ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir hat es Ängste ausgelöst ohne Ende. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich dachte, wenn ich mal eine Zeit lang keinen Film mache, wenn ich dann nicht als Regisseurin arbeite, bin ich nichts. Ich bin ein Niemand, wenn ich nicht Regie führe. Ich habe mich komplett über meinen Job identifiziert. Das war richtig schlimm. Das ist jetzt viel besser geworden, Gott sei Dank. Hat aber auch 2,5 Jahre gedauert. Genau. Ja, das Beste überhaupt. Ah, okay. Ah, okay. Ach, das ist ja toll. Das ist ja mal wirklich schön.
Und ist der Streit, den du aufgeschrieben hattest, ist der auch ein bisschen lustig geworden? Oder? Genau. Weil zum Beispiel, das ist halt so super, wenn du zum Beispiel, wofür kannst du so eine Geschichte benutzen? Ne? Wenn du zum Beispiel mit jüngeren Leuten sprichst oder mit Leuten, die selber gerade eine Entscheidung, so eine ganz wichtige, große Entscheidung treffen müssen, ne? Ah, warte mal, jetzt hat erstmal Katinka. Ich habe auch Panik, aber ich denke, es ist die Angst loszulassen. Steht mir noch bevor. Also Jobwechsel. Ah, okay. Hattest du auch den Jobwechsel als Thema? Ah, verstehe. Ja. Ich kann das so verstehen mit der Panik. Ja, das ist wirklich wahr. Also, auf jeden Fall, wozu kannst du so eine Geschichte benutzen? Wenn du Leute motivieren willst, ne? Oder wenn du zum Beispiel, wenn die gerade so am Boden sind und sagen, oh Gott, ich habe so eine Angst und was mache ich nur? Dann kannst du denen mal beschreiben, guck mal, bei mir war das so und das hat sich so und so angefühlt. Dann bin ich damit, dann lässt du die Stimmen einfach mal reden und diese Spannung aufbauen und dann kannst du denen damit, also du kannst das ins Lustige ziehen, du kannst das natürlich aber auch ins Spannende ziehen, aber du kannst denen damit einfach zeigen, ich kenne das. Weil jeder hat das. Jeder hat diese Stimme im Kopf, die einen hin und her reißen und völlig kirre machen. Und du kannst denen dadurch so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, ja, stimmt, das wird jetzt noch eine Weile so weitergehen und ich muss da mitmachen, bis sich irgendwie eine Idee rauskristallisiert. Okay, nö, die Situation damals war nicht so lustig. Ah, okay, ja gut. Aber manchmal ist das dann auch wirklich lustig, was dabei rauskommt. Zum Beispiel, wenn du dir dann Schuhe kaufen willst oder so. Okay, die Annika hat geschrieben, schöne Idee mit der Mittwochsidee. Ich schaue mal wieder vorbei Mittwochs. Genau, du kannst immer sehen, du kannst immer in meinen Stories vorher sehen, wo um welches Thema es geht. Ich poste das immer so in den ein, zwei Tage vorher, worum es diesmal wieder gehen wird. Ne? Und heute hatten wir die Stimme im Kopf. Genau. Katinka, ich ziehe das immer ins Lustige. Allerdings findet das meine Umgebung nicht immer gut. Ah, okay. Aha. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Manchmal, ja, manchmal muss man sich auch einfach trauen, das Ding beim Namen zu nennen und dass es das nicht immer lustig ist. Das stimmt. Ah ja. Okay, ihr Lieben, heute waren wir nicht so viele, aber besser drei, die mir die Freude gemacht haben und bis zum Schluss mitgemacht haben, als gar keiner. Weil wenn hier keiner wäre, hätte ich ja keinen Grund, hier sitzen zu bleiben und es weiterzumachen. Und ich danke euch total. Und wenn ihr, genau, nein, auf gar keinen Fall. Nee, es liegt auf gar keinen Fall an deinem Storytelling. Du bist doch eine super Storytellerin. Ich erinnere mich noch sehr gut an dich in dem einen Webinar. Ja. Also, was wollte ich sagen? Also, ich freue mich immer, wenn Leute kommen und mitmachen und schickt mir auch Fragen, ne? Ah, gerne, danke. Schickt mir auch Fragen, wenn ihr sagt, oh, ich würde jetzt gerne mal darüber oder ich würde gerne mal darüber was erfahren. Wie macht man das eigentlich? Dann schickt mir das ruhig, ne? Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe selber eine super Idee für eine Übung oder für eine Meditation, die will ich ausprobieren, sagt mir auch Bescheid, weil dann lade ich euch ein und dann könnt ihr mit mir live kommen und hier selber eure Geschichten erzählen. Ne? Das macht nämlich. Also, ihr glaubt es vielleicht jetzt nicht so ganz, aber das ist das Schönste von der Welt, Geschichten zu erzählen. Und danach, also ich habe euch ja schon mal erzählt, immer wenn ich hier so einen Beitrag mache, danach geht es mir super. Also wirklich, das ist auch der Grund, warum ich es mache, weil es schon manchmal ein bisschen unpraktisch. Mir geht es danach super, wenn ich mit anderen geredet habe. Ich habe ein, zwei kleine Geschichten erzählt, ein bisschen eine Ahnung gekriegt von den Geschichten meiner Zuhörer. Ich finde, es gibt nichts Schöneres im Leben. Genau, in diesem Sinne, danke und ach so, und wenn ihr was Schönes für mich tut wollt, dann schreibt mir sehr gerne unter das Video einen Kommentar, weil das brauche ich dringend. Bei mir ist es viel zu wenig, ich sage das viel zu selten, ich vergesse es ständig. Also, aber nicht unter den Post, sondern wenn ich jetzt gleich das Video geschickt habe, unter das, also zum Video. Das wäre total toll. Okay, also bis ganz bald, entweder in meinem Workshop oder an meinen Mittwochabenden. Bis dann, macht's gut. Tschüss.